meinen lieben ganzkörpergepemperten und rundum verhätschelten Kleinsterwachsenen, vormals Kinder genannt, gebt gut Acht. Die militante Marie-Agnes Strack-Immermann hat euch was mitgebracht. Nein, Franz, du vorlautes Kleinding. Ich heiße nicht mehr Zimmermann. Ich habe das Z aus meinem Nachnamen für immer ausgerottet. Das Z ist ein Kriegszeichen der kinderfressenden Russen. Ich bin jetzt das, was ich immer sein wollte. Immer Mann. Meine Feinde nennen mich die lauteste Kriegstrommel von Berlin. Aber weil Weihnachten ja das Fest des Friedens ist, dürft ihr heute ausnahmsweise Stracki zu mir sagen. Ist das verstanden worden? Da nickt man nicht mit dem Kopf, Kevin Öcklan. Das sagt man militärisch korrekt. Zu Befehl, Frau Hauptmann. Nicht weinen. Das kann schon mal passieren. Kinder sind schließlich auch nur Menschen. Vor allen Dingen sind sie aber eines, potenzielle Soldaten. Und was braucht ein Soldat, kleiner Friedhelm? Richtig, einen Stahlhelm. So wie den hier. Der ist gesponsert vom Förderkreis Deutsches Heer e.V., in dessen Präsidium ich sitze. Ebenso wie in der Deutschen Wehrtechnischen Gesellschaft e.V. Zusammen mit Leuten von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann. Ja. Die basteln genauso niedliche Kanonen und Granaten wie die, die ich hier für euch habe. Nein, ich nehme dafür kein Geld. Ich bin doch nicht korrupt. Ich war schon im Sandkasten unbestechlich. Gut, das mag damit zu tun haben, dass auch niemand mit mir spielen wollte. So wie deine Helikoptereltern, Shanaya Chantal. Die können ja gerne weiter um dich kreisen. Aber in Zukunft bitte mit dem Kampfhubschrauber. Und du, kleiner Nokumumbele? Warum glaubst du, haben wir deine Eltern ins Land gelassen? Als Studentenfutter? Nein, als Kanonenfutter. Eine deutsche Staatsbürgerschaft ist schließlich auch mit Pflichten verbunden. Ja, bring deiner weiblichen Elternteilin dieses Los der Klingelkassenlotterie der Deutschen Atlantischen Gesellschaft mit, in deren Vorstand ich sitze. Außer mir gibt es dort nur Nieten, aber ich bin der Hauptgewinn. Die Erziehung erfolgt immer mit Gewehr. Nein, Kevin. Ein deutscher Soldat friert nicht. Der zittert vor Wut, dass es so kalt ist. Es ist doch schön, liebe Kinder, dass ihr für unsere Freiheit zu Hause erfrieren könnt. Eure Urgroßväter damals, die mussten dafür noch bis Stalingrad marschieren. Also, liebe Kleinsterwachsene, entrüstet euch nicht. Seid gerüstet. Und wenn ihr denkt, der Weihnachtsmann steht vor der Tür, dann kann es auch der Russe sein in Gestalt von Väterchen Frost. Aber dann ordnen wir die Playmobil-Machung für Kindersoldaten an. Wegtreten!